Denke ich mal. DDD gegen Bowser. Oh. Oh. Oh, okay. Okay, wir sehen hier also den Dr. Mario gegen DDD. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so eine Geheimtaktik ist oder so. Oder ob der gut gegen gegen DDD sein soll. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil DDD hat mehrere Jumps. Das heißt, er kann Offstage pressuren. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht gibt es da ja irgendeinen Geheimtrick, den ich jetzt gerade vergesse. Von dem ich nichts weiß. Jetzt im Moment so, Damage-wise, funktioniert auf jeden Fall. Allerdings DDD ein Heavy. Das heißt, man muss dem schon ein bisschen mehr Damage machen, außer man kriegt ihn irgendwie mit einem harten Move zu fassen. Und diese Tornado wird gepunished. Also Führung hier für Flora. Oh. Oh, okay. Ja, also viel kann ich euch über das Matchup nicht erzählen. Ich mag zwar beide Charaktere, aber ich kann nicht sagen, dass ich das jemals gesehen habe, das Matchup. Ich glaube halt, dass es auf jeden Fall ein Faktor spielen wird, dass Mario gegampt wird, Dr. Mario. Ansonsten, ja, also Dr. Mario kann natürlich schnell Damage aufbauen, schnell killen, gut punishen, auch mit Out of Shield. Hat eigentlich echt gute Attacken, auch. Aber ja, das Offstage-Game ist halt einfach nicht gut. Und das ist bei DDD, der gute Ledge-Traps hat. Also da sollte der Gameplan klar sein. Ihn einfach zur Edge springen und einfach mal schauen, was man machen kann. Wenn man mit Dr. Mario gegen sowas spielt, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, nicht zu greedy zur Stage wieder zurück zu wollen, also zur Stage-Mitte, weil so Air-Dodges und so, das ist viel zu obvious. Viel zu obvious. Da muss man sich auch an der Edge wohlfühlen. Okay, aber jetzt ist schon wieder even, tatsächlich. Bis eben vor 2 Millisekunden. Also, doch, eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, der Double Jump. Das ist immer, ja, damit sollte man aufpassen. Also, wenn man Dr. Mario spielt, dann muss man auf jeden Fall auf seine Ressourcen aufpassen. Also seine Jumps vor allem. Oh, aber hier der Ausgleich. Und es bleibt spannend zwischen den beiden. Jetzt sterben wir aber wieder. Und wieder der Damage. Flora bleibt auch ganz gechillt. Geht nicht offstage, um ihn zu gimpen oder sowas, sondern bleibt beim Ledge Trap, was glaube ich auch eine gute Sache ist. Einfach auf safe. Oh, da kommt aber der Ledge Trap und tatsächlich rettet der Gordo diesmal. Ich glaube, ohne den Gordo hätte das gekillt. Aber kommt eine Kopfnuss. Das kann nicht nur Dr. Mario, sondern auch DDD. Und wir sehen hier das 1-0 für Flora. Ich habe auch einen kurzen Blick auf, oh guck mal, hier haben wir Walter White, ich habe eben gerade noch mal kurz in den Chat geguckt. Erst einmal Django an NTS Skeddy, grüß deine Katzen und deine Freundin. Und dann habe ich noch gehört, mag Squallin das Bowser DDD Matchup nicht? Nein, mag er nicht. Er meinte, das macht ihm irgendwie mehr Spaß. Oh, und das sieht auch nach Spaß aus, gerade. Der Spike hittet
aber die Recovery leider verkackt. Und damit, lol, was passiert hier? Oh, zweimal. Oh no. Oh, der Homie-Stock. Okay. Ja, das respekt ich auf jeden Fall. Das respekt ich. Und es bleibt dadurch spannend. Oh. Oh. Okay. Oh, dreimal. Damn. Dreimal die Recovery verkackt. Was man wissen muss bei der Recovery, wenn man, oder generell bei Recoveries in Ultimate, wenn man sie drückt, kann man immer noch eine kurze Zeit lang in die Richtung drücken, in die man will, und dann B-reversed man die. Wichtig. Ist wichtig. Ja. Oh, Moment. Ja, sehr kollegial, damit ich nicht zu sehr hetzen muss. Konntet ihr einmal sehen, was ich spiele. Und wir gehen hier in Game Nummer 3. Diesmal der weiße Dr. Mario, der hier direkt Hämmer kassiert, ohne Ende. Aber wie wir in Game 1 gesehen haben, das kann ganz schnell gehen. Ich finde, die Up-Air von Dr. Mario ist ein bisschen komisch, aber irgendwie auch cool. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nur, dass ich... Oh, ne, der Jump ist noch da. Ich weiß nur, dass ich den in Smash 4 super gerne mochte. Weil ich bin sowieso nicht so der Combo-Typ. Ich mag eher so Frame-Traps und Reads. Oh! Und das habe ich nicht erwartet. Hier also die Lead. Oh! Und mit Down-Throw-Up-Air, man konnte halt immer safe eine Up-Air reinkombon. Und dann konnte man halt erstmal warten und gucken, was der Gegner macht. Und das ist so das Gameplay, was ich auf jeden Fall feier. Aber das ist, yeah. Wow, warte, der Jump ist noch da. Und damit immer noch die Chance für Squallin hier zurückzukommen, der wirklich auch im dritten Game noch bei Dr. Mario bleibt. Ich habe eigentlich auf das Sumo Duell Bock gehabt, aber ja, wenn er sagt, dass das O, oh, dann feiert er nicht so, dann ist natürlich blöd. Oh, oh, mit der Armor, einfach durchgearmort. Okay, aggressiv, wird hart gepunished dafür. Down B wird noch versucht, aber kein Jump, keine Chance. Oh oh. Ja, das ist natürlich, das ist immer noch scary, aber bei 0% kann man da durchaus easy rausmashen. Und wieder die Armor, ja. Durchaus möglich, da noch zurückzukommen, aber im Moment, so vom Momentum her, sieht es irgendwie nicht danach aus. Jetzt aber gerade wieder Stock-Ausgleich. Oh. Okay, Squall impatient an der Edge. Oder in der Nähe von der Edge. Aber die Command Grabs sind gerade sehr gut gewählt von Flora. Also 150% Max Rage. Wenn Comeback, dann jetzt. Oh! Zweimal Down B kann man nicht machen, wenn man sie schon eingesetzt hat. Um Höhe zu gewinnen. Schwer gerade für ihn ranzukommen. Ja. Und das ist das 3-0 für Flora.
die hier jetzt im Loser Semifinals steht.